Am Schreibtisch und ich warte auf deine E-Mail. Dann gucke ich mir in der Zeit kurz an, wie das aussieht beim Mann. Scheint schon die ganze Zeit die Sonne, deswegen ist mir alles egal, Winter ist vorbei, schon seit Wochen in meinem Kopf und es ist jetzt auch einfach vorbei. Deswegen trage ich von nun an, wie ihr es gewohnt seid, nur noch Sonnenbrille. Dazu natürlich, weil es noch ein bisschen frisch ist, trage ich halt diesen Oversize Pullover mit diesen, nennen wir sie mal, eine Mischung aus Volant und Glockenärmeln. Das Ganze habe ich dann ein bisschen reingesteckt, meine Saint Laurent Tasche. Weiterhin, weil einige gefragt haben, ich bin immer noch auf der Suche nach einer beigefarbenen. Und haben wir lange nicht gesehen, oder? Meine kaputte, schwarze Topshop Jamie. Ich habe das Gefühl, dass ich meine Boyfriend oder die, ihr wisst schon, die helle Mom Jeans ein bisschen viel getragen habe. Deswegen hatte ich mich mal wieder auf die gefreut. Und natürlich meine And Other Stories. Da seht ihr sie besser. Chelsea Boots, die ich auch über alles liebe. Und tada, meine Dolce & Gabbana Sonnenbrille. Ich dachte kurzzeitig, ich hatte sie verloren. Könnt ihr euch das vorstellen? Und jetzt habe ich den Vormittag quasi die ganze Zeit mit Vita hin und her telefoniert. Und sobald es dann nähere Infos gibt, kann ich euch auch gerne sagen, was wir da machen und wer da welchen Input gibt und worauf es hinausläuft und so weiter. Aber man redet ja nicht über ungelegte Eier. Ich denke, die meisten von euch wissen, Vita ist Grafikdesignerin. Das gibt euch vielleicht eine Tendenz. Und der Rest kommt dann, wenn es zeitlich passt. Ich habe jetzt verschiedenste Sachen vor und eine Armsituation. Warte.
Meine Mission ist jetzt, für meine Mama etwas zu kaufen, einen veganen Aufstrich, den sie hier gegessen hatte, als wir mal vegan frühstücken waren. Sie war begeistert. Den kaufe ich. Dann hat Mailin diese Woche Geburtstag, da bin ich dann auch noch. Das ist aber, glaube ich, dann nächste Woche ein Video. Und dann muss ich noch hier und da ein paar Sachen erledigen, die unspannend sind. Also ich filme nur die spannenden Sachen. Und dann muss ich noch zur Post und so weiter und so weiter. Und ich habe heute mal eine neue Frisur ausprobiert, falls es nicht aufgefallen sein sollte. No hate, please. Ich mag es nämlich. Also, los geht's. So, meine erste Destination, den Streich zu kaufen. Okay, ich mache einen kurzen veganen Food Haul, Mini-Version. So Mama, ich hoffe, das sind die jetzt. Wir haben geschaut und es gab gelbe Beete und ich weiß nicht, vielleicht haben wir einfach falsch gelesen. Das ist auf jeden Fall auch von meiner Erinnerung her ein ähnliches Glas und so weiter. Deswegen habe ich jetzt erstmal eins für euch gekauft und eins für uns. Dann habe ich einmal Cashew-Mousse gekauft. Ich nehme normalerweise auch das, was meine Mama hat, das von Monkey. Nur das hatten die gerade nicht, deswegen habe ich jetzt das genommen. Und einmal eine Cashew-Milch. Und das war's auch schon. Und jetzt werde ich kurz in die Stadt gehen, was ich persönlich wirklich überhaupt nicht mag. Ich bin nicht gerne in der Stadt. Aber ich brauche mein Rituals-Deo neu. Und man kann es kaum glauben, es ist online einfach nirgendwo verfügbar. Deswegen gehe ich jetzt in die Stadt und kaufe mein Deo. Und hoffentlich finde ich auch noch ein Geschenk für Mailin. Going through your place like a front gate. Gatorade, I sip it till I fade away. Mix it with the vodka, then I'm A-okay. Yeah, looking for that green, I wanna radiate. Then sail away like it's 1988. You just leave this up to me. I can show you the world, we can go through it all. You just leave it up. Leute, ich bin schwach. Ich habe wirklich ein Problem. Ich muss immer in diesen Laden. Das hatte ich schon auf deren Instagram-Account gesehen. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Also wenn das schwarz-weiß wäre. Aber eigentlich habe ich auch keine Verwendung dafür. Das ist jedes Mal das Gleiche. You just lead us up to me. I can show you my world. We can go through it all. You just lead it up to me. Take a trip to the stars. I can show you it all. Just leave it up to me, I can show you the world, we can go through it all. You just lead us up to me, take a trip to the stars, I can show you it all. Ich bin wieder zu Hause. Was hast du denn? Ich bin wieder zu Hause. Oh. Zeig mal, was du da hast. Nö. Da steht mein Name drauf. Spricht das nicht für dich? Du hast das gegessen. Das haben wir übrigens zu Weihnachten bekommen. Warte, das wollen wir doch. Moment, Freunde. Was genau möchtest du sagen? Ich möchte sagen. Wir snacken jetzt. Und dafür würde ich doch jetzt gleich mal das hier probieren. Das ist meine Aussage. Mama, ich glaube, das ist das, was wir da gegessen haben im Frühstücken. Riech mal. Ich glaube, das ist das. Ja. Da stand Barbie. Eine gelbe Beete drauf. Das weiß ich. Halt mal so das Messer rein, dass wir. Ich mache ein Bild für Mama. Und dann schicke ich ihr das mal eben. Und das ist vor allen Dingen kein Problem. Das ist vor allen Dingen ein Bild, was du deiner Mutter schickst. Ja, aber auch die Bilder für Mama müssen ganz besonders hübsch sein. Die Bilder von deinen Eltern sind auch immer schön. Ja. Siehst du, deine Eltern geben sich Mühe, wir geben uns Mühe. Schade, dass meine Eltern ihre Bilder nicht bei Instagram posten.
Hört ihr? Wir sind immer noch dafür, dass ihr Instagram macht. Ohne Witz? Nee. Boah, mein Freund ist so eklig. Das war teuer. Dieser Bioladen ist übelst teuer. Und jetzt machst du da Honig drauf. Dein Ernst? Dann will ich das essen. Dann wirst du das probieren. Dann wirst du sagen, oh mein Gott, warum hab ich... Okay, ich probier's. Boah, nee. Das Snacken eben zu Ende. Und du ziehst mal deine Jacke aus. Mein Freund hat diese Angewohnheit, er kommt von der Arbeit nach Hause und bleibt erstmal eine halbe Stunde in seiner Jacke. Das macht mich komplett wahnsinnig. Wolltest du dich umziehen fürs CrossFit? Mhm. Er hat gesagt, ich soll nicht immer den ganzen Tag in der Jacke rumlaufen. No word. Ohne war ich noch kurz bei Hema. Huhu. Dankeschön. Bitte. Mhm. Vielleicht fängst du an, erstmal deine Jacke auszuziehen. So, also, Rituals, ganz kurz. Mein Deo, was ich schon seit Jahren verwende, und ich habe jetzt wirklich in letzter Zeit so viele andere Sachen ausprobiert. Und ich glaube, über das Thema kann man reden, weil jeder schwitzt und ist jetzt irgendwie nicht so dramatisch. Hält wirklich Bombe. Also übertrieben gesagt, tagelang. Natürlich dusche ich jeden Tag, aber beim CrossFit habe ich kein Problem. Das Grüne aus der Rituals-Reihe. Und die ganze grüne Reihe liebe ich sowieso. Ich bin recht sicher, dass Mylin meine Videos nicht guckt. Falls du jetzt aus irgendwelchen Gründen gucken solltest, schalte jetzt ab. Ich habe halt so Kleinigkeiten für ihr Geschenk gekauft. Dann gab es bei Hema diese Ballons und dann noch eine kleine Spardose. Da steht Big Dreams Start Here und dann Little Coins Count Two. Und dann kann man da halt sein Geld reintun. Ich weiß nicht, ob ich das erzählen kann, deswegen erzähle ich es lieber nicht. Aber sagen wir so, es passt dazu, was Mylin vorhat. Deswegen hoffe ich, dass sie sich darüber freut. Und alle anderen Sachen vom Geschenk habe ich entweder bestellt oder muss ich noch irgendwie besorgen. Dann wollte ich ja bei Sustraine Gräne nichts kaufen. Aber es waren wirklich zwei Sachen, die ich wirklich gebraucht habe. Denn erinnert ihr euch noch, im Schlafzimmer wollte ich doch dieses grüne Thema haben. Und ich habe immer dieses perfekte Waldgrün gesucht. Und das aber auch nur ganz leicht akzentuiert. Und alle Grüntöne bis jetzt, die ich gefunden habe, fand ich überhaupt nicht schön. Das ist das erste Grün, was ich perfekt fand. Und hat oben einen Reißverschluss. Und da es ja eh nur Deko auf dem Bett ist, fand ich das einfach super, super schön. Und es hat gekostet 13 Euro. Und dann die zweite Sache, die ich tatsächlich gebraucht habe, ist dieser Stehsammler. Und ich suche schon seit Monaten, und da könnt ihr Vita fragen, nach einem schönen. Und ich finde diese typischen zum Rausziehen halt mega hässlich und passt auch einfach nicht in das Konzept meines Büros. Und jetzt habe ich endlich so einen gefunden, den ich so lange gesucht habe. Preis war 11 Euro. Zu guter Letzt habe ich noch diese Kaffee, also für mich werden es Kaffeebecher werden, mitgenommen. Die haben gekostet 1,84 Euro. Ich habe schon lange gesucht, welche ohne Griff, und dann waren sie auch noch rosa und dann musste ich sie mitnehmen. Okay. Wir gehen nämlich gleich zum CrossFit und ab nächster Woche fangen auch die Open an. Dann wird auch wieder mehr CrossFit kommen für die, die das interessiert. Und ich denke, nachher werden wir noch mal ein bisschen meine Make-up-Organisationskollektion als endende Aufräumaktion angehen, weil ich ja, wie gesagt, noch mal neue Boxen besorgt habe. Aber das machen wir dann in ein paar Stunden. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns nach dem CrossFit. Sehe ich wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Guten Morgen! Gestern Abend ist mir was dazwischen gekommen und dann wurde es zu spät, deswegen habe ich dann nicht mehr gefilmt. Übrigens, schaut mal, ihr erinnert euch den Kaffeebecher, den ich gestern gekauft habe. Ihr kennt meine Organisationsprojekte und dass ich dann ein Großprojekt draus mache, obwohl ich es nicht plane, aber ich bin auch Realist genug, um mittlerweile zu wissen, dass es so ist. Und ihr kennt ja einige Teile dieses Schrankes. Und dann räume ich alles raus, bin radikal und schmeiß die Hälfte weg und organisiere komplett alles neu. Deswegen bin ich heute Realist genug, um zu sagen, okay,
Das machen wir nächste Woche in Ruhe, dann kann ich euch auch komplett mitnehmen und so weiter. Wenn ich so um mich herum schaue und hinter mich, denke ich mir, okay, vielleicht liebe ich es zu sehr, dieses ganze Organisationsthema. Ich weiß es nicht. Und dann würde ich sagen, gehen wir nächste Woche dieses komplette Thema an. Wenn ihr sagt, okay, Amina, reicht, auch völlig fein, ich kann es auch alleine machen, also lasst mir da auch gerne Feedback da, bis jetzt war es immer sehr positiv, aber wir machen gerne das, was ihr sehen möchtet, also schreibt mir in die Kommentare. Ach genau, das vergesse ich jetzt mal zu sagen. Es gibt hier so eine Glocke, klickt die einfach an, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich etwas hochlade. Zumal ich auch aktuell aus privaten Gründen nicht immer meine Upload-Uhrzeit so einhalten kann, also aktiviert das einfach, dann wisst ihr, wann meine Videos da sind. Und jetzt gehe ich und richte das Ganze ein wenig und dann sehen wir uns Sonntag in einem neuen Video. Bye! Oh, das war ein Fail, Jamina. Ah, das kannst du besser. Bye!